man mir die Regierung nimmt, das ertrage ich. Aber dass man mich für irrsinnig erklärt, das überlebe ich nicht. Diese Worte sprach König Ludwig II. Von Bayern kurze Zeit bevor er am 13. Juni 1886 hier an dieser Stelle des Starnberger Sees südöstlich von München ums Leben kam. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute nicht völlig geklärt. Ludwigs Tod besiegelte das Ende einer außergewöhnlichen Regentschaft und zugleich den Beginn eines unsterblichen Mythos. Ludwig II. Lebt im Gedächtnis des Volkes fort. Der Träumer auf dem Thron ist zu Europas Märchenkönig geworden. Sogar realistisch nüchterne Menschen bringen ihm noch heute eine unerklärliche Bewunderung entgegen, die sich auch darin ausdrückt, dass ein Wanderweg nach ihm benannt wurde, dessen Ausgangspunkt das Kreuz im See ist. Als der König starb, nahm er seinen Leibarzt Dr. von Gutten mit in den Tod. Er hatte Ludwig II. Aufgrund von Zeugenaussagen für unheilbar geistesgestört und regierungsunfähig erklärt. Am Ufer erinnert eine Votivkapelle an das tragische Ereignis. Und hier beginnt auch der König Ludwig Weg, eine wahrlich majestätische Wanderung. Von der Todesstelle in Berg am See führt der König Ludwig Weg auf einer Strecke von rund 100 Kilometern durch das bayerische Voralpenland. Vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und mit dem Königsschloss Neuschwanstein bei Füssen als abschließendem Höhepunkt. Erste Station für die Wanderer ist der Hafen des Ortes Starnberg, ein malerischer Platz und im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Bewohner der nahen Großstadt. Ebenso wie die Uferpromenade, an der zahlreiche gierige Hälse um Futter schreien und sich nicht mal König Ludwigs Lieblings- und zugleich Wappentier, der Schwan, zum Betteln zu schade ist. Kurz nach Starnberg verläuft der Weg durch die waldige Maisinger Schlucht und entlang des Fallbaches. Insgesamt wird die Wanderung etwa eine Woche dauern. Der Wegverlauf ist nicht nur landschaftlich reizvoll, er ist auch gespickt mit kulturellen Sehenswürdigkeiten. Klöster, Kirchen, Schlösser. Um alles intensiv zu besichtigen, könnte man leicht die doppelte Zeit einplanen. Mittlerweile ist es kurz nach Mittag. Gut 15 Kilometer liegen hinter den Wanderern, die wie die Pilger auf Kloster Andex zugehen. Diese Friedenskapelle mit Mönchsgräbern ringsum ist Endpunkt eines Kreuzweges, der vom Benediktinerkloster hierher führt. Seit seiner Gründung im Jahre 1455 durch Herzog Albrecht III. Genoss Andex die Huld der Wittelsbacher, jenes mächtigen bayerischen Geschlechts, zu dem auch König Ludwig II. Gehörte. Ursprünglich war Andex aber die Burg der Grafen von Andex und Diessen. Und auf die von ihnen einst gesammelten Reliquien geht auch die Verehrung des Heiligen Berges als Wallfahrtsort zurück. Jährlich rund 250.000 Pilger kommen nach Andex. Und viele davon besuchen auch das Grabmal von Karl Orff. Der weltberühmte Komponist und Schriftsteller hat hier in der Gegend gelebt und 1982 in der Andexer Klosterkirche seine letzte Ruhestätte gefunden. Andex ist aber nicht nur religiöses und kulturelles Zentrum. Zahllose Besucher schätzen es als Ausflugsziel und wegen seiner würzigen Biere. 5 Sorten und 85.000 Hektoliter Bier werden jährlich im Kloster gebraut, in Flaschen und Fässern abgefüllt und in ganz Deutschland verlegt, wie es brauereitechnisch heißt. Bierbrauen hat im Kloster Andex eine lange Tradition.
Seit der Gründung des Klosters wissen wir, dass ein Braurecht mit dem Kloster verbunden war. Das wird in der Gründungsurkunde des Herzogs erwähnt. Es ist aber höchstwahrscheinlich, dass schon früher gebraut wurde, sicher schon zur Grafenzeit, denn die Wallfahrer, die ja damals schon auf die Burg Andex kamen, mussten ja hier verköstigt und verpflegt werden und beherbergt werden. Wir haben den Nachweis, dass die Wirtschaft, der jetzige Klostergasthof, schon Anfang des 15. Jahrhunderts ein Tafernrecht hatte. Also so die Brautradition ist schon ziemlich alt. Es stimmt schon, Leib und Seele gehören offensichtlich doch zusammen. Wie gut, dass man jetzt nicht mehr Auto fahren muss, sondern leicht beschwingt den Fußweg fortsetzen kann. Durch die Bäume lugt schon der Ammersee und signalisiert den Abschluss des ersten Wandertages, der in Diessen am Südufer des Sees endet. Von hier aus führt die zweite Etappe über eine Strecke von gut 20 Kilometern bis nach Wessobrunn. Nächste Station? Ja, ist Münster, oder? Marienmünster, ja. Das ist wohl in... Die Richtung. Dann schauen wir mal. Bevor die Wanderer aber den idyllischen Ammersee und Diessen verlassen, lohnt sich ein Besuch des Marienmünsters, einer der schönsten Barockkirchen Deutschlands. Der Weg dorthin wird allerdings durch eine weitere Diessener Sehenswürdigkeit unterbrochen, die eine erneute Begegnung mit König Ludwig II. Mit sich bringt. Die Zinngießerei Schweizer fertigt nämlich in rund 200-jähriger Familientradition feine Zinnfiguren. Und keine Frage, dabei darf natürlich auch die Darstellung des einstigen Königs nicht fehlen. Dieses Motiv ist einem Gemälde nachempfunden, das den träumerischen Ludwig auf einer seiner geliebten Nachtfahrten durch das bayerische Voralpenland zeigt. Vor allem sind es aber traditionell bäuerliche und religiöse Figuren, die von Schweizers entworfen, bei 350 Grad gegossen und anschließend mit Emaillackfarben bemalt werden. Die Verehrung der Heiligen Maria dokumentiert sich auch im Diessener Münster, einem wahren Meisterwerk barocken Kunstschaffens. Ein Besuch des über 250 Jahre alten Münsters ist ein absolutes Muss für jeden halbwegs kulturinteressierten Wanderer. Weltbekannt ist das großartige Fresko an der Decke über dem Hauptaltar, der sogenannte Diessener Himmel. Man kann nicht alles haben. Am Ortsende von Diessen führt der König Ludwig Weg am Haus von Karl Orff vorbei. Hier lebte und arbeitete der große Künstler. Hinter diesen Fenstern entstanden seine berühmten Bühnenwerke, die ihn zu einem der weltweit meistgespielten zeitgenössischen Komponisten machten. 1937 gelang ihm mit dem Carmina Burana der große Durchbruch. Anfang der 50er Jahre entstand, ausgehend von Kindermusik, das berühmte Orffsche Schulwerk, das in 17 Sprachen übersetzt um die Welt ging. Was mir diese meine enge und weitere Heimat gegeben hat, ist eingegangen in meine Werke und ist mit diesen über die Welt gegangen, um dort nicht zuletzt von meiner Heimat Zeugnis abzulegen. So beschrieb Karl Orff die Liebe zu seiner Heimat, zu einer Landschaft, die der König Ludwig Weg dem Wanderer von ihrer schönsten Seite zeigt. Verläuft ganz bewusst in südwestlicher Richtung. Zum einen geht man dadurch immer auf die Allgäuer Alpen zu,
Zum anderen wird sich dann als abschließender Höhepunkt der Tour Schloss Neuschwanstein präsentieren. Mittlerweile ist Kloster Wessobrunn erreicht und damit das Ziel der zweiten Tagesetappe. Das Kloster wurde im Jahr 753 von Herzog Tassilo III. Gegründet, ist heute ein Jugendkurheim und wird von Missionsbenediktinerinnen bewohnt. Das ist ein Wanderer vom Köln-Südwig-Weg. Ja. Ja, wollten Sie eine Führung? Ja, wir wollten eine Führung haben machen. Haben Sie gerade von diesen? Ja, wir sind gerade von diesen hergegangen. Ah, da haben Sie ja schon allerhand hinter sich. Richtig. Bitte schön. Danke. Danke. Ach, vielleicht wäre da von die Ecke noch etwas ein wichtiger Punkt, wenn wir dann zum Fürstentrakt hinkommen. Sachkundig und liebevoll führt Schwester Gerfrieda dreimal täglich die Besucher durch die kunstvoll gestalteten Klostergänge, erklärt den vollendeten Barock und die Hinwendung zum Rokoko. Ja, also dies wäre jetzt für die Besucher eine wirklich eine wichtige Ecke. Das ist ein Teil vom Fürstentrakt, also noch mehr italienischer Einfluss. Hier 10 Jahre später studierten. Wir haben hier dann schon französische Einflüsse. Wir brauchen nur ein wenig miteinander vergleichen, dann sieht man das ganz deutlich. Ja? Wessobrunn beherbergte einst eine berühmte Stuckatorenschule, war im 17. Jahrhundert gar das Stuckatorenzentrum Europas. Rund 600 Künstler gingen daraus hervor. Sie entwarfen und bestückten eine Unzahl von Klöstern, Kirchen und Kapellen, von denen viele im Verlauf des König-Ludwig-Weges passiert werden. Angesichts der großen Anzahl von Klöstern ist es verständlich, warum diese Region auch der Pfaffenwinkel genannt wird. Also das ist beim Wandern etwas rutschig hier. Sehr früh sind die Wanderer heute aufgebrochen und erreichen noch im Morgenlicht das Gipfelplateau des Hohen Peißenbergs. Mit 988 Metern der höchste Punkt auf dem König-Ludwig-Weg. Und was hat man hier für ein Panorama? Die Alpen scheinen zum Greifen nahe. Im Südosten die Zugspitze, weiter westlich davon die Allgäuer Alpen. Davor die dicht bewaldete Ammerschlucht, durch die der Weiterweg verlaufen wird. Nicht nur hier oben, auch in den Tälern hat es über Nacht kräftig geschneit und die Flocken haben dem Pfaffenwinkel ein weißes Kleid verpasst. Ein Blick für Könige, könnte man sagen. Und auch die Brotzeit auf dem Hohen Peißenberg findet unter dem Blick des Königs statt. Das Volk brachte Ludwig II. Tiefe Verehrung entgegen. Seine Geldverschwendung für Schlösser und Musik und seine Weltabgeschiedenheit wurden zwar beklagt, aber dennoch verziehen. Und weit überstrahlt von seiner außergewöhnlichen Erscheinung. Schon mit 19 Jahren hatte Ludwig den Thron bestiegen und seither versuchten auch zahlreiche Damen, sich dem so schönen und zugleich rätselhaften jungen Herrscher zu nähern. Alle vergebens, Ludwig blieb unverheiratet. Die Verlobung mit seiner Cousine Sophie löste er wieder auf. Zeitlebens verband ihn aber eine tiefe Freundschaft mit Sophies älterer Schwester, Kaiserin Elisabeth von Österreich, bekannt auch als Sissi. Während im Sommer an einigen Stellen hektisches Treiben herrscht, erlebt man den König-Ludwig-Weg im Winter von seiner ruhigen Seite. Was allerdings auf manchen Wanderer nicht zutrifft. Einsame Steige und Pfade finden sich insbesondere in der wildromantischen Ammerschlucht, dem gehtechnisch schwierigsten Streifen. Abschnitt der gesamten Tour. Besonders bei solchen Schneeverhältnissen ist hier Konzentration erforderlich. Dennoch, der König-Ludwig-Weg ist für trittsichere Wanderer auch in der kalten Jahreszeit unschwierig zu begehen. Er verläuft durchwegs auf mehr oder weniger ausgebauten Pfaden, Forstwegen und Straßen. Dementsprechend genügt auch eine einfache Wanderausrüstung. Feste Schuhe, wetterfeste Kleidung, Regenschutz, ausreichend Wechselwäsche und für tieferen Schnee ein paar Gamaschen. Musik
Einige der Hotels und Pensionen, die an der Strecke liegen, bieten gegen eine geringe Gebühr einen speziellen Service an. Den Transport des Gepäcks zum nächsten Übernachtungsort. Wer will, kann nur mit einem Tagesrucksack wandern und jeden Morgen neu entscheiden, was er dort je nach Witterung hineinpackt. Der Routenverlauf des König-Ludwig-Weges bietet einige Variationsmöglichkeiten, je nach Kondition und kulturellem Interesse. In Rottenbuch ist gut die Hälfte der Gesamtstrecke zurückgelegt. Von hier geht es in 2 bis 3 weiteren Tagesetappen bis zu den Alpen. Auch in Rottenbuch belegt ein Kloster samt 900 Jahre alter Kirche den Namen Pfaffenwinkel. Und auch hier grüßt seine Majestät. Der König-Ludwig-Weg führt nun direkt zu einer Sehenswürdigkeit allerersten Ranges. Weithin sichtbar und an malerischer Stelle steht die schönste Rokokokirche der Welt, die berühmte Wieskirche. Das von der UNESCO als Weltkulturgut ausgewiesene Gotteshaus zieht jährlich über 1 Million Besucher an. Viele von ihnen kommen als Wallfahrer, um des Tränenwunders zu gedenken, das sich 1738 hier ereignet hat. Während des Abendgebetes erblickte die Wieshofbäuerin plötzlich Tränen im Angesicht dieses gegeißelten Heilands. Rasch breitete sich eine große Wallfahrtsbewegung aus und 1750 wurde die Wieskirche errichtet, mit dem gegeißelten Heiland als geistigem Mittelpunkt. Die Wessobrunner Gebrüder Zimmermann schufen hier vollendetes Rokoko. Hier wohnt das Glück. Hier findet das Herz Ruhe. So umschrieb einst der Abt Marianus Meyer, der Erbauer der Kirche, die frohe Botschaft der Wies an die Gläubigen, die das gewaltige Deckenfresko zeigt. Der auferstandene Christus, auf einem Regenbogen sitzend, weist dem Menschen den Weg zur Ewigkeit Gottes. Die Wieskirche gehört zum Kloster in Steingaden. Und dorthin führt nun auch der Wegverlauf auf dem sogenannten Brettelsteg. Das ist ein schmaler, mit Brettern ausgelegter Pfad, der mitten durch eine Moor- und Sumpflandschaft führt. Wer probiert's aus? Beim Gehen ist Vorsicht geboten, denn bei solchen Schneeverhältnissen ist der hölzerne Untergrund kaum zu sehen. Und Fehltritte können hier unangenehm feucht ausfallen, auch bei so einer zauberhaften Winterstimmung. Die Wanderer sind mittlerweile von Steingaden aus zur Abschlussetappe des König-Ludwig-Weges aufgebrochen. Der König hatte eine große Vorliebe für die Berge und das Voralpenland. Hier fühlte er sich glücklich. Das Parlament in München und die Regierungsgeschäfte interessierten ihn dagegen immer weniger. Er verabscheute die politischen Auseinandersetzungen und Kriege der damaligen Zeit und flüchtete sich in eine Traumwelt voll Schönheit und Fantasie. Teil dieser Welt war auch die Musik. Und insbesondere ein Komponist hatte es ihm angetan, Richard Wagner. Seit der 16-jährige Ludwig dessen Oper Lohengrin gesehen hatte, war er ein glühender Bewunderer des Dresdner Komponisten, förderte ihn großzügig und schuf so die finanzielle Basis für dessen große Werke. Wagners Kompositionen erschienen Ludwig göttlich. In einem Kahn sitzend, verbrachte er viele nächtliche Stunden auf einem künstlich angelegten Teich, lauschte wie verzaubert der schwermütigen Musik. Neben der Musik waren Bauten die große Leidenschaft des Bayernkönigs. 3 prachtvolle Schlösser ließ er errichten, das berühmteste davon das Märchenschloss Neuschwanstein.
15 Jahre lang bis 1884 wurde das Schloss nach den exakten Vorstellungen des Königs gebaut. Ohne Ausgabe von Steuergeldern. Denn Ludwig finanzierte alle seine Schlösser aus seiner Privatschatulle und nahm daneben zahlreiche persönliche Kredite auf, die er dem Hause der Wittelsbacher freilich als Schulden hinterließ. Langfristig war das aber eine lohnende Investition. Denn heute gehören Ludwigs Schlösser zu Bayerns bevorzugten Touristenzielen. Für die Wanderer endet hier nach einer Woche der Weg auf den Spuren des Bayernkönigs. Und hier endete nach 21 Jahren auch dessen Regentschaft. Am 12. Juni 1886 nahm eine Münchner Regierungskommission den König fest, wegen angeblicher Geisteskrankheit, aber ohne ärztliche Untersuchung. Ludwig fügte sich völlig verblüfft in sein Schicksal. Die Häscher brachten ihn zum Starnberger See. Die Ereignisse nahmen ihren verhängnisvollen Lauf. 172 Tage hatte der König in Neuschwanstein verbracht. Der prunkvolle Sängersaal, die Wandgemälde mit Bildern zu Wagners Opern, die den Himmel darstellende Apsis des Thronsaales, der einzigartige Mosaikfußboden, die kunstvollen Schnitzereien am königlichen Bett. All das half Ludwig II., sich eine fantastische Zauberwelt zu schaffen. Eine Zauberwelt in einer zauberhaften Landschaft. Und wie heißt es im König-Ludwig-Lied? Allzu früh musste er sich trennen, fort von seinem Lieblingsplatz. Ja, Neuschwanstein, stolze Feste, war's des Königs liebster Schatz. Der König-Ludwig-Weg, wahrlich eine majestätische Wanderung.